ins YouTuberhaus. Jetzt wird es natürlich skurril hier. Hi Baggy, komm, setz dich zu mir. Okay, Simon. Aber ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Muss ich jetzt hier einfach... Zack. Oh, Simon, es tut mir leid. Simon, lass mich nicht los. Simon, bitte. Simon. Simon. Nein, Simon. Simon, bitte. Bitte, bitte. Bitte, Simon, bitte. Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Wheels und wir legen direkt los mit Upsa. Load Level, hab ich noch nie gedrückt. Mit dem Level, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar bei X-Faktor. Dementsprechend geht's weiter bei Slim Klimks, Herr Bergmann Training. Hey, hi Bergmann und andere Bergleute. Viel Spaß und einen schönen Tag, erstes Level. Okay, schauen wir mal rein. Es lädt einfach schon mal etwas länger. So, fit the fat. Okay, you already burned some KJ, Kalorien. So, Mount Everest. Okay, das heißt, ich muss doch jetzt nicht ernsthaft da mich hindingsen, oder? Weil das kann ich nämlich überhaupt nicht. Oder? Mir fällt gerade erst auf, seht ihr mal, dass der Typ fast dieselben Schuhe hat wie Birgi. Die Nike-Schuhe. Ananas Andi, weißt du? Alles musst du nachmachen. So, komm her jetzt. Das ist doch... Och, das ist... Ich... Okay. Das ist jetzt so ein Level, wo ich echt sagen muss, das frustriert mich direkt schon nach 2 Sekunden, weil, wenn man da nicht die perfekte Taktik hat, dann kommt man einfach nicht voran. Und vor allem dieses Zurückstoßen, das ist immer das Allerschlimmste. So, pass auf. 10 Sekunden, probier es noch. Wenn ich bis dahin keine Taktik gefunden habe, die... Wobei, musste ich den jetzt nehmen? Ja, natürlich musste ich das. Oh, komm jetzt. Komm, Ananas Andi, du hast es nötig. Du kannst es gut gebrauchen. Das ist eigentlich wieder so ein Schritt der Annäherung. Hier, okay, lassen wir das. Es tut mir leid. Sei mir nicht böse, aber ich schaffe es nicht. Das ist mein Problem. Es liegt nicht an einem Level, sondern an der Unfähigkeit meinerseits, den Ananas Andi vorzubewegen. Vielleicht aber auch liegt es an ihm, weil er wiegt hier einiges. Da kann ich also, wir teilen uns im Endeffekt, die Problematik dieses Level nicht geschafft zu haben. Machen wir weiter mit Swiss Alpine von Kiwi Cheery oder Cheery Kiri. Hey Belgien und andere, das ist mein erstes Level und ich habe mir viel Mühe gegeben. Hoffe, es gefällt euch. Liebe Grüße aus der Schweiz und kannst du das Level in Schulnoten bewerten? Lieben Gruß, Chiara. Natürlich, mache ich sehr gerne. Die Schweiz. Gerade gestern wieder darüber nachgedacht, ob ich nicht mal Skifahren gehe mit Marie in der Schweiz auf dem Piz Gloria. Das habe ich ja schon ein paar Mal im Stream erwähnt. Da wurde James Bond gedreht übrigens. Hey Belgien und andere, du kannst mir mal, liebe Chiara, du kannst ja mal, falls du die Folge gerade siehst, in die Kommentare schreiben, ob du schon beim Piz Gloria warst, ob du das empfehlen kannst. Oder allgemein Schweizer Zuschauer. Und grüße dann die Schweiz und nach Österreich, weil da ganz viele Zuschauer herkommen. Machen wir da mal ein Fantreffen auf dem Piz Gloria. Hey Birgit und andere, das ist mein erstes Level und ich habe mir viel Mühe gegeben zur Geschichte. Du verbringst einen entspannten Tag mit Frau Bergström in der Schweiz. Viel Spaß und liebe Grüße. Und dann haben wir es doch direkt. Kann ich mir den Urlaub sparen? Ich spiele jetzt einfach mit Frau Bergström hier das Happy Wheels Level. Kleine Bergtour. Oh, die tötet uns garantiert. Oh nee, tut sie nicht. Na gut. Ananas Andi beim Blumenpflücken. Mach sie nicht kaputt, sonst ist er traurig. So, pass auf. Birgit ist ein guter. Ah, es tut mir leid, Ananas Andi, das wollte ich nicht. Abkühlung. Okay, im Bergsee. Okay, ich hoffe, dass Ananas Andi jetzt nicht zu sehr enttäuscht ist. Danke fürs Spielen, hoffe, es hat euch gefallen. Na? Hallo? Hallo? Komm ich da noch irgendwo rein? Du musst mir ein Victory geben, Chiara. Nein. Gibt's kein Victory? Das ist aber sehr komisch. Na gut, okay. Vielleicht wurde auch irgendwas nicht ausgelöst. Chiara hat mir sehr gut gefallen, wirklich. Also ein schöner Ausflug in die Schweiz, der auf jeden Fall eine sehr, sehr gute 3 verdient hat. Machen wir weiter mit Herr Bergmann Superjump von Lukas2312 und er schreibt nichts dazu. Gucken wir mal, ob dafür der Superjump vielleicht schon aussagekräftig genug ist. Okay, ist auf jeden Fall ein heftiger Superjump. Okay, hier noch ein Superjump. Batz! Oh, das sieht gut aus. So, jetzt fliegen wir ein bisschen. Und hier noch ein Superjump. So, was ist denn da oben los? Ananas Andi offenbar beim Blumenpflücken abgerutscht, den Berg runtergefallen und jetzt hängt er hier an der Klippe. Oh, Timmy, es tut mir leid. Aber da bist du auch ein bisschen selbst schuld, wenn man ganz ehrlich ist. So, komm, jetzt, komm. Ananas Andi, ich versuche dir gerne zu helfen, aber du musst mir helfen, dir zu helfen. Oh, das sieht gut aus jetzt. Ananas Andi, ich helfe dir doch nicht. Tschüss. So, das haben wir auch. Vielen Dank für das Level, Lukas. Machen wir weiter mit Herr Bergmann. Wobei, das hat das viele Bewertungen. Kann ich aber kurz durchswitchen. Lieben Gruß aus der schönen Schweiz. Wir machen weiter. Ich muss mich an die Regeln halten. Das klappt ja so gut. Hi, Baggy. RW, rückwärts. BR, Bottle Run. Also rückwärts, Bottle Run. Du fährst nicht nach rechts, sondern nach links. Von Graver HD. Okay.
Also rückwärts, ein Bottle Run. Oh! Wait. Das kam für uns alle, glaube ich, gleichermaßen überraschend. Und Alter, das ist aber echt schwierig. Ich kann nicht mal normale Bottle Runs. Ist das richtig jetzt? Oh! Es ruckelt einfach! Was ist denn hier los? Das haben wir noch nie erlebt, dass es bei Happy Wheels geruckelt hat. Alter, seht ihr das? Was ist los hier? Super strange. So, okay. Oh, was ist denn da los? What? Okay. Der Victory ist ein Victory und das ist die Hauptsache. Und damit vielen Dank an dich, Grabber HD. Und wir gucken mal, was DAB Trap so gebaut hat. Herr Bergmann, pass auf. Hi Bergmann, das ist mein erstes Level. Es könnte dich verzweifeln lassen. Aber es könnte auch ein First Try werden. Naja, versuche es selber. Viel Spaß. Und wisst ihr was? Das Level hatten wir, glaube ich, schon. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich guck mal ganz kurz durch. Okay. Timmy hat schon aufgegeben, gesagt, pass auf, Birgit, das hatten wir schon. Ich kann euch nicht genau sagen, was gleich kommt. Ach ja, genau, das mit dem Diner. Hatten wir sogar in der letzten Folge. Heißt das? Die Mom-Challenge. Ah, okay, guck mal, das heißt, wir kollidieren jetzt hier gerade mit den letzten Folgen. Das bedeutet für uns, dass wir einfach eine Seite noch aktueller gehen. Und uns einfach mal den Sword Throw von Lukas angucken, der nichts dazu geschrieben hat. Und Sword Throws mag ich persönlich ja, ich werde nicht müde, es zu sagen. Mag ich ja super gerne. So. Und die haut Timmy noch um. Nee, aber müssen wir Timmy quasi manuell bitten, runterzustürzen. Okay, das war doch schon mal sehr nett. Oh, da haben wir ein Schaukellevel. Da muss ich eigentlich reingucken. Da muss ich zumindest reingucken, weil ich liebe ja Schaukellevel. Oh. Okay. Eigentlich sollte es eine Banane werden. Oh, das ist eine Banane. Das erinnert mich an Wildpark Schwarze Berge. Kennt jemand von euch den Wildpark Schwarze Berge? Da gab es immer so einen kleinen Spielplatz. Und da war so die Bananenachter. Also Bananenachterbahn nicht. Aber das war genau wie hier. Die immer so vor, zurückgegangen ist. Allerdings ein bisschen spektakulärer. Als das jetzt hier. Oh, jetzt geht er ab. Jetzt geht er ab, die Banane. Okay, und ihr wisst ja sicher, ich bin ein großer Schaukelfreund. Ich bin ja auch im Verein. Muntere Männer über 50, die gerne schaukeln. Da bin ich ja Vorstandsmitglied. Und ja, da verabreden wir uns immer und gehen dann nachts schaukeln, weil wir ja nicht so gerne gesehen werden tagsüber auf Spielplätzen, weil das immer ein bisschen komisch wirkt. Hat letztens auch jemand in die Kommentare geschrieben, geh einfach mit Marie, dann fällt das nicht so auf. Aber Marie ist auch nicht so der große Schaukelfan. Also sie hatte damals das Aufnahmeprozedere mitgemacht, hat sich aber dann leider nicht qualifizieren können. Dementsprechend bin ich gerade ein bisschen enttäuscht vor allem hier, dass wir diese letzte Münze nicht kriegen. Aber ich kann ja mal versuchen, dass wir uns jetzt einfach vielleicht loslassen. So. Und hier. Ah, das war natürlich gut. Das war natürlich richtig gut. Okay, sei mal nicht böse. Aber den Victory haben wir ja fast gehabt. Und dementsprechend vielen Dank für das Level. Und wir machen direkt weiter mit einem Rope Swing von Tom Skiller. Hier mein erstes Level für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Grüße bitte den Lukas. Lukas, für dich gegrüßt von Tom. Und. Whee! Oh! So, nochmal. Haben wir alles nicht gesehen? Okay. Das haben wir. Guck mal, so ein Rope Swing habe ich so in dem Aufbau auch noch gar nicht gesehen. Oh! Oh, das kriegen wir hin. Gut. Ich hatte ja mal vor ein paar Folgen gesagt, dass ich irgendwie den Eindruck habe, dass alle Rope Swing Level immer gleich aufgebaut sind. Und das finde ich mal ein bisschen schade, weil es eben ja so viele Happy Wheels mal hat, unbegrenzte Möglichkeiten. Was wir alles schon für Happy Wheels Level gesehen haben, haut mich immer noch. Oh, das kriegen wir hin. Haut mich immer noch um. Sehr schön. Das haben wir auch. Noch kein Level jetzt wirklich, wo wir dann verzweifelt sind, ne? Rette Palle. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal. Machen wir weiter mit Hulk, sein Vater. Herr Bergmann Natur. Hey, Herr Bergmann, das ist mein zweites Level für dich. Viel Spaß. MFG, Hulk, sein Vater. Okay, gucken wir mal. Hi, Berge, hier ist mein zweites Level für dich. Viel Spaß. Okay, gucken wir mal. Ich bin gespannt. Oh, okay. Boah, das ist nämlich auch in so ein fieses Level, wo es so ein Gewitter gab und da kam so ein Blitz runter. Und der Blitz hat uns total zersplashed. Oh! Okay, einfach mal 1000 Jetballs. Warum nicht? Kann man ruhig was mal machen. Oh, einer hängt noch da drin. Der könnte uns gefährlich werden. Backflip. Oh Gott. Der Backflip. Da ist Timmy ein bisschen ungünstig gelandet. Aber auch das haben wir sehr schön in einem First Try, glaube ich, sogar gemacht. Ne? Mensch. Herr Bergmann meinen von Nico. Hey Bergmann, Sie haben uns ja gestern gelehrt, dass man nicht mit Minen spielen, also mit Minen spielen soll. Aber Ananas Andi war so fies und hat Minen platziert. Viel Spaß mit dem Level. PS ist mein erstes Level für dich. Okay. Oh, okay, also immer bei diesen Schildern. Das ist natürlich auch mal wieder sehr geil, nicht zu wissen, wo die Minen sind. Und wir leben noch. Haben bloß wieder alles verloren. Okay. Oh, okay.
Wo? Okay, da ist Ananas, Andi. Ach nee, komm. Ich weiß nicht, wo lang. Jetzt sind wir wieder tot. Ach ja, okay, alles gut. Alles gut. Gucken wir mal. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir jetzt wirklich gerade gestorben sind. Warum ist Timmy jetzt so zersplasht? Oh. Okay, komm. Ganz ruhig, ganz ruhig. Leute. Wir sind alles Freunde der Sonne. Oh! Okay, okay, alles gut. Herr Beckmann, Sie haben doch uns beigebracht, dass man nicht mit Minen spielen soll, oder? Ja, das habe ich euch eigentlich beigebracht. Oh Gott, hier sind so viele. Juhu. Und wir haben schon wieder hier die ultramäßige Mutation am Stissel. Da sind auch nochmal welche. Und einfach rüber. Leute, guckt euch das an. Medusa wäre stolz auf uns, oder? Ein Traum. Ein Traum. So, machen wir weiter mit dem Minigame von Jules2507. Und er schreibt, hey, Belgien und andere. Und das ist mein erstes Level. Ich habe mir viel Mühe gegeben, aber ich weiß, dass es nicht perfekt ist. Trotzdem, viel Spaß. So, schauen wir mal. Minigames und Bad. Better. Gut. PewDiePie. Jetfall, okay. Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Oh, da oben sehe ich doch schon wieder eine Mine. Eine Mine! Okay, alles gut. Nach welcher Frucht ist der böse Ananas-Andi benannt? Okay, natürlich nach der Ananas-Andi. Und da habe ich doch gerade Miley Cyrus wieder gesehen. Hallo, Miley Cyrus. Okay. So. 3, 2, 1, go! Go, go, Power Rangers. Okay, alles gut. Alles gut. Jetzt hier auf die Mülltonnen. Zack. Oh, das ist offenbar sowieso... Okay, ich hab ins YouTuber-Haus. Jetzt wird's natürlich skurril hier. Hi, Baggy, komm, setz dich zu mir. Okay, Simon. Aber ich weiß nicht, was du mir damit sagen willst. Muss ich jetzt hier einfach... Zack. Oh, Simon, es tut mir leid. Simon, lass mich nicht los. Simon, bitte. Simon. Simon. Nein, Simon. Timmy, Simon, bitte. Bitte, bitte. Bitte, Simon, bitte. Hilf mir doch, Simon, bitte. Yeah. Danke, Simon. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt wie immer ein bisschen Spaß gehabt. Wenn es so ist, dann lasst natürlich dem Video gerne eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Leute, macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann. Und hier ist so ein komisches Haar, sehe ich gerade.